Welches Auto gucken wir uns heute an? I7. I7, ja. I7 wäre auch cool, der kommt auch bald. Ah, wieder das normale Problem. Es steht wieder wer im Weg. Du bist eigentlich dran. Hallo? Entschuldigung! Hallo, Dian. Wir müssen nur ein Auto hier rausnehmen, den X7. Der Transporter müsste kurz einmal weg. Danke. Wieder jemand, der sich freut. Ah, den muss man erstmal aufwecken, wenn der ganz neu angekommen ist. Und das macht man eigentlich am Kofferraum. Ah, ich habe ein bisschen Sorge. Ah, hat geklappt. Jetzt kommt der nächste. Das glaube ich jetzt nicht. Der muss leider nochmal weg. Ich muss kurz raus. Ja, ich muss raus. Boah, der fährt doch irgendwo geben. Gerne. Ist ihm voll egal, ne? Kennst du ihn? Nee. Aber er scheint sympathisch zu sein. Hey Leute, wir beschäftigen uns heute mit dem neuen X7 ACI, also mit dem Facelift X7. Ihr seht, nagelneu angekommen, Abschlepphaken noch offen, rotze dreckig. Aber das Erste, was wir machen, und darauf bin ich gespannt, weil ich saß selber noch nie in dem Auto, wir packen den Wagen aus. Los geht's! An den Seiten natürlich auch alles ordentlich geledert. Oh Gott, was muss man hier alles abmachen? Was wir gleich mal angucken können, für mich das Highlight beim Abziehen, ist der Display. Ich glaube, wir kennen es alle noch so vom iPhone, vom ersten Handy und so, da diese Folie abzumachen. Sehr satisfying. Das ist ja der neue Trend. Wie mache ich diesen Sitz ab? Das ist nicht so satisfying. Muss ich hinten noch irgendwas lösen? So, jetzt kommen wir zu den schöneren Teilen. Hier erstmal. Absolutes Muss bei diesem Auto, kann man sich im Konfigurator mal angucken, M-Paket. So, und jetzt, vielleicht kommt er ein bisschen näher dran, starten wir mal hier. So, jetzt kommen wir zum Highlight. Schon geil. Schon geil. Schade, dass nicht mein neues Auto ist. So, wow, sehr cool ist jetzt in dem Fall ein Sechssitzer, in der Mitte richtig Platz. Aber zum Erklären kommen wir ja nachher. Boah, ich will die ganze Zeit über dieses Auto reden. So viele gute, aber auch ein paar Sachen, die ich nicht so feier. Schauen wir uns aber später an. Boah, ich glaube, das brauchen wir für TikTok wieder ein bisschen näher. Ja, ich guck. Noch näher? Das sieht schon sehr schick aus, aber auch immer aufpassen, mit kleinen Steinchen unter den Schuhen sieht das auch ganz schnell am schlechtesten aus. Gut, wir haben alles. Ganz schön groß das Ding, ne? Und der ist ja schon runtergefahren jetzt. Cool. Was machen wir jetzt? Jetzt waschen wir das Ding, damit wir euch erklären können, was unsere Top und Flops des X7 sind. Viel Spaß! Q-Tracks. Ja, endlich darf ich über das Auto reden. Ich freue mich. Heute geht es nicht nur um mich, was mir gefällt, wie im letzten Video, sondern was so grundsätzlich positiv oder negativ an dem Auto zu sagen ist. Ich denke, die neueste Technik und so, wir haben darüber schon viel gehört, aber wir schätzen einfach mal ein, was wir richtig, richtig gut finden an dem neuen X7, aber vielleicht, was wir auch vielleicht als den ein oder anderen negativen Punkt aufführen können. Ich finde erstmal brutal, wie groß der ist. Ich feiere das sehr. Stabiles Auto. Wir haben das schon mal getestet. Man kann sogar gut auf dem Dach sitzen. Ja, das, was als erstes auffällt, wie bei der Niere. Alle haben über die Niere gemeckert. Viele sprechen über die geteilten Lichter. Da kann man auch geteilter Meinung sein. Wir haben ja eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Das war auch sehr geteilte Meinung. Ich feiere es. Ich habe relativ viele von unseren Leuten gefragt, die mögen es auch, aber man wird sehen, ob sich es durchsetzt oder nicht. Für mich vom Design der absolute Hammer. Die Niere noch dazu, in schwarz, für mich ein Muss, dass es in schwarz ist, aber auch eine Geschmackssache.
Für mich absoluter positiver Punkt. Licht und Nierendesign vorne. Er ist böse hier mit dem schwarz abgesetzten und die Niere leuchtet beim Fahren. Ich fand das schon beim X6 das absolute Highlight. Jetzt kann es der X7 auch. Mega. Wenn wir aber über die Größe sprechen, gibt es da natürlich auch gleichzeitig einen Nachteil. Viele Kunden probieren das Auto aus, probieren den neuen 7er aus. Die neue Klasse ist sehr lang. Der X7 ist 5,18 Meter lang. Da ist die ein oder andere Garage nicht mehr die richtige. Für das Auto würde ich dann auch die Garage wechseln. Für mich weiteres Highlight. Aber für mich darf ich gar nicht mehr sagen. Shit. Für mich wirklich. Für mich. Für mich. Für mich. Ein weiteres Highlight des Autos, die Felgen. Warum? Klar, wir kennen alle schwarze Felgen. Das sind 22 Zoll Felgen. Es gibt das erste Mal bei BMW auch 23 Zoll. Audi war da ein bisschen Vorreiter. Jetzt haben wir nachgezogen. Sieht mega aus auf dem Auto. M-Paket braucht das Auto. Trittbrett, Geschmackssache. Ich würde es sogar ohne nehmen. Hier kleine neue Design-Highlights. Wer es mag, mag es. Wer es nicht braucht, braucht es nicht. Für mich der erste Nachteil des Autos. Ich kann es nicht lassen mit dem für mich. Aber in meiner Einschätzung ist es der erste Nachteil des Autos. Die Applikationen, damit das Auto nicht noch länger wird, sind beim X7 etwas kleiner ausgefallen, wie zum Beispiel beim X3, X5. Aber diesmal hat er wenigstens welche. Beim alten X7 war es ganz glatt. Fand ich nicht so gut. Der braucht ein bisschen Maskulinität, ein bisschen Härte auch hinten. Das hat er jetzt ansatzweise bekommen. Was beim 60er, also i60, da sind wir ja bei 530 PS. Die Spanne geht ja von 351 PS beim Diesel bis zu eben dem 60er mit 530 PS. Haben wir hier eine Trennung in den Auspuffausgängen. Ja, vielleicht kannst du da nochmal draufhalten. Auspuff sieht schon geil aus. Beim 60er sieht man dann wirklich eine Trennung. Sieht ein bisschen aus, als wären es vier. Sieht richtig stark aus. Wenn man dann tiefer rangeht, finde ich immer ein bisschen peinlich. Sieht man manchmal diese kleinen Rohre, aber wenn man weit genug weg ist, sieht es echt stark aus. Wir haben jetzt häufig gehört, das Auto soll für einen amerikanischen Markt, für einen asiatischen Markt sein. Ja klar, da werden mehr Autos abgesetzt, da leben auch mehr Menschen. Aber wir haben beim alten X7 auch schon gesehen, das läuft in Deutschland auch. Also ich fahre das Auto gerne. Was mich wirklich schon beim ersten Auto gefreut hat, ist, du fährst den X7 wie einen X5. Das ist jetzt nicht so, dass du denkst, es ist jetzt so wahnsinnig schwer oder man merkt diese Größe des Autos. Es fährt sich sehr leicht. Ich habe aber auch schon mal gehört, ist ein SUV-Leichenwagen. Ist halt eine Geschmackssache, ist sehr extrovertiert, das Fahrzeug. Vorne gibt es viele Highlights, aber X7 ist deswegen X7 und wir hoffen ja sogar noch auf den X8, weil er hinten richtig luxuriös ist. Film mal bitte rein, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich finde wirklich, diese Sitze alleinstehend, das ist so angenehm. Du hast auch rechts eine Lehne, ist wirklich für lange Fahrten. Wir haben auch den einen oder anderen Musiker schon bedienen dürfen mit diesem Auto. Super auf Natur, aber auch eben für Kinder. Man kann hinten Entertainment anschließen. Und sogar, wenn wir mal gucken, also das geht auch alles elektrisch, aber wir klappen jetzt einfach nur mal um. Easy, der fährt nach vorne von alleine und kommt hier relativ einfach rein. Ich sitze hier hinten drin, da klappt man die Dinger noch hoch. Echt gemütlich, ich habe hier hinten nochmal ein Fenster, also ich kriege alles mit. Habe oben ein Panoramadach. Ich habe trotzdem nochmal Ablage für Getränke. Also es ist nicht irgendwie so, dass jetzt der als letztes auf die Nase fasst, muss jetzt hinten sitzen, sondern man sitzt wirklich gerne hinten. Und man kann wirklich mit einem Knopfdruck alle Sitze umklappen und hat von hinten bis nach vorne zu den Fahrersitzen Platz für, weiß nicht, was nimmt man in so einem X7 mit? Wie viele Bierkästen passen in ein X7? Vielleicht ein Zelt. Aber eigentlich könnte man auch einfach eine Matratze hinten reinlegen, dann kann man im Auto schlafen. Zweigeteilte Heckklappe. Aber jetzt einfach elektrisch gehen jetzt die zwei mittleren Sitze nach vorne, damit die hinteren Platz haben. Die hinteren Folgen klappen sich runter, muss nichts mehr machen und ist ready. Wir kommen ins Cockpit dieses Monsters. Ich bin jetzt ganz vorne mit dem Sitz, weil wir ja umgeklappt haben. Wir haben Bowers & Wilkins eingebaut. Das heißt, das unterstützt nicht nur den Mega-Sound, sondern es unterstützt auch die Lichter, die Interieurbeleuchtung, weil in den Boxen ist ein Lichteffekt eingebaut. Wir haben hier ein ganz neues Design der Interieurleiste. Sehr viel schmaler, nochmal eine zusätzliche zu der normalen. Die normale ist größer geworden.
Hier zum Beispiel, wenn euer Handy klingelt, reagiert das hier interaktiv mit. Sieht mega aus bei der Fahrt. Hier ein absolutes Highlight, diese Knöpfe, ist Gewohnheitssache. Aber hier diese Applikation, da sind viele Ecken, Kanten drin, sieht richtig cool aus. Trotzdem aber fein, weil es so wenig Knöpfe hat. Anders, und hier ein kleiner Kritikpunkt an das Innenleben. Die Knöpfe sind weg, das heißt aber auch, ich habe ein Klimamenü, was relativ umständlich ist in erster Linie, weil ich diese ganzen gewohnten Knöpfe nicht mehr habe, sondern meine Sitzheizung zum Beispiel hier einstelle. Wir haben den neuen Curve Display. Auch hier für mich in erster Linie erstmal was Negatives tatsächlich, weil ich immer noch an dieses aggressive Design dieser zwei Bildschirme gewohnt bin. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es auch ein Highlight des Autos. Jetzt ein ganz großer negativer Punkt. Ich habe diesen Swarovski-Kristall als Schallknüppel so gefeiert. Und liebe BMW-Team, was macht ihr da, dass ihr den wegnehmt? Der ist jetzt so klein, das ist ja kaum mehr ein Kristall. Also, naja, nicht entscheidend. Ich finde es aber wirklich ziemlich cool bei den alten, älteren Modellen. Fast eine Sache vergessen. Es ist ein bisschen angelehnt an den Rolls-Royce Sternhimmel. So geil ist es nun auch nicht, aber diese kleinen Punkte reflektieren das Licht, was aus der Seite der Sky Lounge kommt und sehen nachts aus wie ein Sternenhimmel. Und das kann man auch in allen möglichen Farben einstellen. Stark. Letztes Mal haben wir auch gesagt, wie war es mit einer Begleitung? Vielleicht auch ein ganz cooles Ding für ein Date. Ja, ich habe versucht, ein paar negative Punkte aufzuzählen. Die gibt es auch tatsächlich bei dem Auto. Aber für uns als Team, auch in der Absprache vor diesem Video, gibt es kaum was zu meckern. Hammer-Auto. Wenn ihr Bock habt, probiert es mal aus. Schaut es euch an, kommt vorbei. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr gerne jederzeit sagen, wir haben alle Autos da. Was interessiert euch? Was können wir berichten? Wir sind auch auf der Essen Motor Show für euch vor Ort. Und ja, folgt uns gerne auf Instagram, YouTube, liked, teilt, wie auch immer, was man alles machen kann. Vielen Dank und wir freuen uns auf das nächste Video.